Wieder unsere Kinder haben es auch gemacht, also ich zumindest mit meiner. Wenn sie bei Wehchen gehabt haben, was machen wir? Wir geben ein Pusserl hin und lass du mal hin und der Schmerz ist weg. Also wie real kann denn ein Schmerz sein? Ja, ja. Man kann ein einfaches Experiment machen. Na? Wenn du an eine traurige Situation denkst, dann kann es sein, dass du zu weinen anfängst. Wenn du an etwas sehr Lustiges denkst, kann es sein, dass du zum Lächeln oder vielleicht sogar zum Lachen anfängst. Wenn du frisch verliebt bist und du denkst an deine Angebetete oder den Angebeteten, dann kann es sein, dass auf einmal das Herz schneller schlägt. Na? Wir schauen uns einen Film an und erleben dort eine Horrorszene und wir reagieren so, als ob wir tatsächlich in einer gefährlichen Situation wären. Ja, das ist ja das Nächste, was ich auch immer wieder sage, das ist ja, achte auf deine Gedanken. Wenn du halt über negative Erlebnisse in der Vergangenheit nachdenkst, reagiert der Körper gleich, weil er ja den Unterschied gar nicht kennt. Ja, passiert das jetzt gerade real oder? Es sind nicht nur die Gedanken, sondern es ist alles, was wir wahrnehmen. Denn auch wenn ich in der Zeitung zum Beispiel eine Horrornachricht lese, allein das reicht ja schon wieder, dass in meinem Körper etwas passiert. Oder ich schaue mir einen Film an. Ja, die ganzen Hollywood-Geschichten, die es da gibt. Alles, was wir wahrnehmen, macht etwas mit uns. Punkt. Ja, da bin ich zu 100% deiner Meinung. Ja. Und wir sind heute dort, wo wir gelandet, oder dort, wo wir heute sind, ist das Ergebnis von einem ganzen Leben lang ständig Wahrnehmungen zu machen. Und das ist unsere sogenannte Geschichte. Ja? Wenn jemand 50 Jahre alt ist, hat er 50 Jahre lang Wahrnehmungen gemacht. Das ist seine ganze Geschichte. Und die Summe all dessen ist das, was uns ausmacht und was aus uns geworden ist. Und dazu gehört auch, dass wir in gewissen Gedankenschleifen drinnen sind. Weil daraus entsteht, dass wir zum Beispiel an dieses und jenes denken. Und wenn wir anfangen, über etwas nachzudenken, dann verstärkt sich das. Da gibt es unheimlich viele Mechanismen, die da ablaufen. Und das beginnt damit, dass wir, wenn wir als Kinder aufwachsen, ganz einfach unseren Eltern beim Leben zuschauen. Das sind die ersten Wahrnehmungen, die wir haben. Also noch bevor wir uns Hollywood-Filme anschauen und die Zeitung lesen, nehmen wir einfach unsere Eltern beim Leben wahr. Und wenn das eine Umgebung ist, die liebevoll ist, dann ist es was anderes, als wenn Vater und Mutter sich befetzen, als wenn vielleicht der Vater ein Alkoholiker ist oder aufbrausend, egal was. Wir nehmen das wahr. Weil du das jetzt gerade so sagst, war der Gedanke jetzt für mich da, dass ich sage, okay, da ist ja genau das, wenn ich dieses Kind schon sehe, ja, dann wird mir in weiterer Folge auch das viel schneller auffallen. Das heißt, ich sehe vielleicht Szenarien, die was nicht ganz fein sind, dann gehe ich spazieren und sehe auch als erstes die Szenarien, was nicht ganz fein sind. Fällt mir jetzt ein klassisches Beispiel ein, ich bin ja selber Vater auch und mit der Katze, dem ersten Kind, war es so, dass ich auf einmal fast nur Schwangere gesehen habe und Leute mit Kindern wegen. Ja. Oder Männer kennen das vielleicht, ja, wollen ein bestimmtes Auto und urplötzlich ist jedes zweite Auto genau diese Marke. Ja. Also wir fokussieren da ganz stark. Mhm. Aber es gibt ja Möglichkeiten, dass ich da ganz bewusst raussteige. Und das ist wiederum ein Teil unserer Arbeit, glaube ich, auch deiner Arbeit, ja, dass man die Leute mal darauf aufmerksam macht, okay, schau mal hin, wo dein Fokus ist. Ja. Was möchtest du denn sehen? Du hast ja immer die Wahl. Also meiner Meinung nach und erfahrungsgemäß habe ich immer die Wahl, wo lenke ich meinen Fokus hin. Ja, das ist das eine, ja, dass man sich bewusst wird seiner selbst, seiner Gedanken, dass man sich seiner Gedanken gewahr wird, was mache ich jetzt, wohin fokussiere ich mich, welcher Gedanke ist in mir. Aber das Zweite ist, herauszufinden, wo kommt denn der Gedanke her, der da jetzt entsteht? Macht das einen Sinn, dass man mal hinterfragt, wo der Gedanke herkommt? Das macht nicht nur Sinn, das ist die Basis dessen, dass man herausfindet, was man tatsächlich ist.